Weltweit machen sich die Folgen des Klimawandels bemerkbar. How dare you? Extreme Wetterlagen nehmen zu. Die Lebensräume von Tieren, Pflanzen und Menschen sind gefährdet. In a state of emergency. Und das alles soll laut Experten nur der Anfang sein. Wie können wir den Klimawandel noch in den Griff bekommen? Lange Zeit galt das Ziel von maximal 2 Grad Celsius Erderwärmung. Mittlerweile haben sich Klimaforscher auf das ambitionierte 1,5-Grad-Ziel fokussiert. So sollen die Folgen der globalen Erwärmung begrenzt werden. Als die politische Frage gestellt wurde an uns Klima- und Erdsystemwissenschaftler, ja, was wäre denn, wenn wir 1,5 Grad halten könnten statt 2 Grad? Da haben erstmal viele Wissenschaftler gesagt, na, das macht jetzt wissenschaftlich keinen Sinn, weil wir 2 Grad noch nicht mal vielleicht nicht schaffen werden. 1,5 Grad ist ganz unwahrscheinlich zu schaffen. Aber es war doch eine gute Übung, denn es ist rausgekommen, wir Menschen hätten unglaublich viel davon, wenn wir es schaffen würden, 1,5 Grad globale Erwärmung zu halten. Ist die Rede von der 1,5 Grad Erwärmung, dann geht es um die Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs. Gegenüber dem vorindustriellen Niveau soll sich die Erde bis 2100 möglichst um höchstens 1,5 Grad Celsius erwärmen. Aktuell haben wir bereits eine durchschnittliche Erwärmung von 1 Grad erreicht. In Deutschland sind es laut jüngstem Monitoringbericht der Bundesregierung bereits 1,5 Grad. Aber was würde die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels für die gesamte Erde und die Menschheit bedeuten? Es bedeutet zum Beispiel die Vermeidung von einer enormen Verstärkung und Häufung von Extremwettern. Es bedeutet eine ganz andere Bilanz in Bezug auf Dürrewellen und Waldbrände. Es bedeutet auch, dass zum Beispiel für unser arktisches Meereis bis zum Ende des Jahrhunderts vielleicht einmal beim 1,5-Grad-Ziel ein eisfreier Sommer wäre. Beim 2-Grad-Ziel wären es aber schon praktisch einmal alle 10 Jahre ein eisfreier Sommer. Und auch der mittlere Meeresspiegel, etwa in der Nordsee, würde bis 2100 laut einem Modell von 34 cm auf 53 ansteigen. Die Begrenzung der Erwärmung bei 1,5 Grad könnte außerdem verhindern, dass sogenannte Kipppunkte erreicht werden. Durch sie kann es zu plötzlichen und drastischen Klimaänderungen kommen. Einer der zahlreichen Kipppunkte ist etwa das Auftauen von Permafrostböden. Sie speichern riesige Mengen an Kohlenstoff, von denen Teile beim Tauen in die Atmosphäre gelangen und diese weiter aufheizen. Bei einer Erderwärmung von maximal 1,5 Grad kann ein langfristiges Auftauen wohl teilweise verhindert werden. Doch wie lässt sich das 1,5-Grad-Ziel erreichen? Ausschlaggebend für die schnelle Erderwärmung ist der starke Anstieg an Treibhausgasemissionen seit Beginn der Industrialisierung. Der Ausstoß an Treibhausgasen, darunter vor allem CO2, ist von 2000 Megatonnen im Jahr 1900 auf 36.000 Megatonnen im Jahr 2017 angestiegen. Um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, müsste laut Weltklimarat IPCC der weltweite Kohlendioxidausstoß bis zum Jahr 2050 in der Summe auf Null gebracht werden. Aktuell entfällt durchschnittlich auf jeden Deutschen ein CO2-Ausstoß von rund 10 Tonnen CO2 pro Jahr. Der größte Anteil der Emissionen, die der Durchschnittsdeutsche ausstößt, fällt auf das Wohnen, also Heizen und Strom. Darauf folgt der Verkehr, dann die Ernährung. Wie können wir nun also die CO2-Konzentration in der Atmosphäre verringern? Dass wir Menschen unseren CO2-Ausstoß so stark anpassen können, ist ziemlich unrealistisch. Daher braucht es zusätzliche Möglichkeiten, wie man CO2 wieder aus der Atmosphäre holen kann. Das kann etwa über großflächige Aufforstung funktionieren. Zudem werden weitere Maßnahmen erforscht, wie eine Eisendüngung des Ozeans, wodurch dieser noch mehr CO2 speichern könnte. Dann gibt es natürlich noch die technischen Maßnahmen. Man könnte also sagen, alle künftigen Kohlekraftwerke haben CO2-Filter. Aber in der Abwägung der verschiedenen Möglichkeiten kommt eigentlich immer wieder eins raus: Nichts ist so günstig und so effektiv wie die Vermeidung des künftigen Verbrennens von fossilen Brennstoffen. Das 1,5-Grad-Ziel erfordert also weitreichende Maßnahmen. Wie realistisch ist es, dass das Ziel wirklich erreicht werden kann? Als Wissenschaftlerin muss ich sagen, ich halte das 1,5-Grad-Ziel ohne Gegenmaßnahme, also ohne negative Emissionen, ohne Beseitigung von CO2 aus der Atmosphäre,
für unrealistisch inzwischen. Als Mensch bin ich voller Hoffnung, dass wir es irgendwie doch hinbekommen. Denn die Verluste, die wir alle tragen müssen und vor allen Dingen auch kommende Generationen, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel eben nicht halten können, die sind wirklich ungeheuerlich. Und da ich ein Optimist bin, denke ich immer noch, vielleicht wachen wir doch alle auf, ein Wunder geschieht und wir bekommen das irgendwie hin. Es ist deutlich, das 1,5-Grad-Ziel ist eine wichtige Vorgabe. Gleichzeitig ist es aber ein problematisches Ziel, denn es ist kaum noch zu erreichen. Die größte Verantwortung liegt jetzt bei den Politikern, die sofort die richtigen Rahmenbedingungen schaffen müssen, um die Folgen des Klimawandels einzudämmen.